So, Leute. Das Portal, es wird größer. Wenn es größer wird, kann Nimrod seine Flotte holen. Dann müssen wir die Verbindung zwischen Warportal und Turm trennen. Sie haben einen Plan. Wir benutzen Invictus, um den Orbitalturm zu beschädigen. Kann die Kanone des Titanen auf diese Entfernung etwas ausrichten? Wir sollten die Energiequelle zu unserem Vorteil nutzen, um Invictus aufzuladen. Wir müssen den Titan erreichen. So viel zum Hallo sagen, ne? Ist ja voll unhöflich, wenn man gleich unterbrochen wird von den Leuten hier. Aber weiter geht's. Ich wollte nur sagen, geht weiter. Aber so weit bin ich mehr. Komm. Hui! Auch nicht schon wieder Rohre. Na. Da kommt bestimmt irgendwo Squid runter. Squid. Ach mein Gott, ich kann das Wort immer nicht. Squig of Funden heißen die, ne? Warte. Boom. Hier muss irgendwas Wichtiges sein, siehst du? Benjamin, etwas Schreckliches ist passiert. Deine Mutter, meine Julia, wir gerieten in einen Ork-Hinterhalt. Sie trieben deine Schwester in die Enge. Sie schrie und deine Mutter warf sich auf sie. Sie lachten, Benjamin. Das Schlimmste, was ich je gehört habe. Und ich schnappte mir Hannah, deine Mutter. Sie nahmen sie und zerrissen sie. Ich konnte nicht. Wir sind im Zentrum Epsilon. Finde uns, Benjamin. Bitte. Finde uns. So. Hängst du fest? Jupp. Guck mal. Der hat sich verfangen. Er steckt fest mit dem Schuh. Ich habe ihm geholfen. Bin ich nicht nett. Er hing total fest. Er wäre nicht mehr rausgekommen ohne meine Hilfe. Ah, und noch ihn? Dann hat ein Dämon Inquisitor Drogan getötet und in Besitz genommen. Aber warum? Allein konnte der Dämon die Energiequelle nicht an Millionen Orks vorbeischmuggeln. Er brauchte Hilfe. Und wir haben gehorcht. Ich wurde betrogen. Ich bin schuld, dass das Chaos in diese Welt kam. Jupp. Was ist da? Hammer habe ich schon. Vergelterwerfer. Oh, was ist das? Scan abgeschlossen. Stählerner Stern? Voller Zugriff gewährt. Oh, bessere Rüstung. Dieses uralte Artefakt erzeugt einen persönlichen Energieschild, der die Widerstandsfähigkeit der Energierüstung des Space Marines deutlich erhöht, wodurch dieser selbst den wildesten Angriffen standhalten kann. Yay! Stählerne Sterne sind so selten, dass nur Captains der Ultramarines und Company Champions befugt sind, sie zu verwenden. Cool. Oh, hier kommt gleich was, oder? Ist hier noch irgendwo hinten was? Eine Bank ist hier. Aber was? Und was macht der? Boah. Der hängt schon wieder fest. Kann dir nicht helfen. Geht doch. Ah, Alter, was macht denn Geräusch? Bekloppt. Auf dieser schicksalhaften Reise durch den Warp wurde ich jedoch unachtsam. Etwas, das einem Psioniker nie passieren sollte. Mein Wunsch. Mein Psi-Wille griff nach dem Warp. Und der Warp griff nach mir. Ein Funke Warp-Energie erschien vor mir. Zaghaft, flackernd und mächtig. Ich spürte, wie er meine Psi-Schilde bekämpfte. Ich war zutiefst schockiert. Ich verlor die Konzentration und der Funke verschwand. Ich wusste, ich musste ihn zurückholen. Okay. Warum? Warum solltest du den Funken zurückholen sollen? Es ist Warp, böse. Und wo geht's lang? Und wieso hängt ihr alle jetzt irgendwo fest? Sollte hier irgendwas passieren, was mich irgendwo... Okay, gut. Und nicht. Ultramarines zum Angriff! Erst die... Wer denn? Heretiker ist das üblich. Oh.
Ne, das sind da korrumpierte Imps? Ich glaube, das sind wohl korrumpierte Imps. Yay. Chaos tot. Okay, du bist der Nächste. Weil du auch scheiße bist. Ich mag dich nämlich nicht. Du hast so ein Raketenwerfer. Oh Gott. Geh weg. Ich hab einen Hammer. Du kannst mir nicht. Bist du tot? Bäh! Haha! Da geht gleich hoch! Jupp! Da geht gleich hoch. Wesen bekämpfen die sich gegenseitig. So, alles ausgelöscht. Jupp. Dramatische Musik zu Ende. Sag mal, sind das jetzt korrumpierte? Das muss ich nochmal gucken, das will ich wissen. Korrumpierte Imps oder Heretiker? Hm. Irgendwie? Keiner. Sieht aber. Sehen aus wie imperiale Soldaten von früher mit der Rüstung und so, aber. Wahrscheinlich irgendwas vom Chaos. Ich glaube, keine imperialen Soldaten, die korrumpiert sind, oder? Ich bin mir nicht sicher, weil die so eine Eisenrüstung anhaben, ne? So, kurz Laptop richtig hinstellen. So. Ist ja sonst unbequem. Und hier noch irgendwas? Hier haben wir einen Checkpoint. Doch. Was so denn? So, ich hatte die gar nicht mehr. Ist ja mal crazy. Nee, ich behalte meinen Hammer. Captain, ich muss meine Sorgen zum Ausdruck bringen. Dann sprechen Sie. Sie haben erneut die unabgeschirmte Energiequelle gehalten. Und wieder sind Sie unbeschadet davongekommen. Der Codex Astartes warnt, dass Verbündete des Chaos der Berührung des Warp widerstehen. Sie vergessen sich, Ultramarine. Ich nehme diese Warp-Resistenz nicht auf die leichte Schulter. Aber die Suche nach Antworten muss warten, bis wir diese Chaos-Invasion abgewendet haben. Was, wenn es zu spät ist? Leandros, genug. Wir müssen weiter. Der mag uns nicht. Wo zum Teufel muss ich jetzt lang? Oben oder? Ich gehe mal oben lang erstmal. Gucken. Was ist hier? Kaputte Brücke, wo ich nicht lang komme. Was ist da hinten? Hier kann ich rein. Und eine Tür, die mich. Oder eine. Oh, ja. Schicken Sie einen Boten zum Depot in Position Alpha. Los geht's. Sie führen den Überfall nicht an? Natürlich. Leutnant, wir brauchen Sie lebendig. Sie sorgen dafür, dass wir zusammenhalten. Und wenn Sie. Ja, wenn Sie. Was wohl? Dann können die nicht mehr, die Imps. Hui. Deshalb ist er viel zu verwirrt. Der geht immer weiter von mir weg. Ich habe ihm aber geholfen. So, hier noch was in der Ecke. Doch, eine Bank. Kann man sich darauf setzen? So, ich mach Pause. Weiter. Wir brauchen keine Pause, wir sind Ultramarines. Was ist hier drin? Ein großer Raum mit nichts. Der gefällt mir schon mehr. Aber auch nicht viel drin. Aber dieses Schild-Upgrade ist echt cool. Ich glaube, das recharge noch schneller, oder? Zumindest kommt es so vor. Stand zwar nicht da. Och man, Türen sind schwer. Ins Basement passt er nicht durch. Ich will so eine Leiter machen. Ach, das ist gar keine Leiter. Gut, dann nicht. Sieht aus wie eine Leiter. Hier noch was? Nee. Siehst du, die kommen auch nicht durch und ich auch wieder nicht. Oh Gott, die blocken mich.
ist dahinter. Hier, ne? Sind das wieder diese komischen? Jupp. Was zum Teufel ist da los? Ach, die können mich mal. Ich guck hier hinten lang. Warp-Portal! Ja, die sind eher gefährlich. Kill den Havoc! Da wieder weg, der Havoc. Oh, oh. Okay. Die Massen tun die Aua. Nur ein Tod. Doch, in Massen tun die weh. Und was sind so was wie die Kreuz, die kann man gleich exekutieren, habe ich gerade festgestellt. Normal. Jetzt besser. Jetzt stürme ich gleich zu denen da hinten hin und ich laufe jetzt nicht darum. Brüder! Angriff! Oh Gott! Das ist für eine scheiße Idee. Ja, das ist eine scheiße Idee. Oh Gott! Das ist verdammt scheiße. Sterb! Oh puh. Oh, puh. Kann ich den exekutieren? Ich brauch den. Ich brauch den. Ich brauch den. Dringend. Oh Gott. Und ich bin schon wieder halb durch.